Einen musikalischen Abstecher machen wir noch, und zwar in die St. Leonhardskirche in Tamsweg. Der gotische Kirchenraum wurde mit zeitloser Musik von Barock über Klassik bis hin zur Moderne gefüllt. Intendant Horst Hofer konnte nationale wie internationale Künstler für den Musiksommer gewinnen. Über 35 Jahre finden in den Sommermonaten Juli und August der Musiksommer St. Leonhard in Tamsweg statt. Nicht nur die Besucher, sondern auch die Musiker schätzen dieses Ambiente und die eindrucksvolle Akustik. Das ist sehr erfreulich und das ist ein Grund, warum das jetzt schon so lange andauert, weil wir spüren, dass die Leute das total schätzen und gern in Anspruch nehmen, auf den Leonhardsberg zu kommen im Sommer und gute Musik zu hören. Das Ambiente ist einzigartig und ich denke, es wäre schade, wenn wir das nicht nutzen würden. Und das ist für den Lungauer Musikfreund und mittlerweile auch für viele Leute von außerhalb ein Pflichttermin im Sommer dabei zu sein. Sophie Travaux gibt neben ihrer Tätigkeit im Orchester und als Solistin weltweit Meisterkurse an renommierten Konservatorien. Und es ist dann wirklich schön, wenn man die Gelegenheit hat, das ein bisschen mehr zu präsentieren und mit Publikum dann was teilen. Und also ich hoffe heute, dass manche dann mit einer schönen Erinnerung zu Hause gehen und dass manche ein bisschen mehr über das Instrument wissen. Ja. Ja, man muss richtig gratulieren, einfach, dass sowas gelingt, dass man solche Musiker in Lungau da herbringt. Und es ist jedes Konzert wieder ein neuer Höhepunkt für mich. Was der Horst da auf die Reihe bringt, das ist gewaltig. Der bringt da Philharmoniker rein in Lungau, in St. Leonhard. Und das ist schon Jahrzehnte, muss ich schon sagen. Das ist echt gewaltig und das ist immer ein Genuss, da zuzuhören. Dieter Kübelböck ist Soloposaunist im Orchester der Wiener Staatsoper und der Wiener Philharmoniker. Auch mit der Pflege der alten Musik auf Barock- und Renaissance-Instrumenten befasst er sich intensiv. Wir haben zum Beispiel eine israelische Flötistin, eine spanische und auch eine italienische Fagottistin. Und also der Rest ist zwar Österreich, natürlich sind die Berg gewohnt, aber die haben schon, man hat so richtig an ihren Augen gesehen, wie sie diese Wunderwetter eintauchen, das hat ihnen sehr gut gefallen. Der Dietmar Kühlbeck war mein ehemaliger Lehrer, Soloposaunist der Wiener Philharmoniker. Wir haben nach wie vor Kontakte und das ist eine große Ehre und Freude, ein besonderer Abend. Zum Abschluss dieses Orchesterkonzertes wurde der Marsch Einzug der Gladiatoren vom Bürgermeister Gappmeier dirigiert. Bis zum 27. August steht noch jeden Donnerstag Musik auf höchstem Niveau auf dem Konzertprogramm.